Hallo Leute, willkommen hier bei Outdoor-Ausrüstung TV. Ja, bevor ich das Wochenende einläute, möchte ich noch ein kleines Unboxing drehen, denn der Markus hat mir ein kleines Päckchen geschickt und da ist etwas Schönes drin, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, dann packen wir das Ganze einmal aus hier. Ich weiß bereits schon, was da drin ist, denn er hat mir vorher noch Bilder geschickt per E-Mail und hat es mir vorher gezeigt. Und gucken wir mal. Hier ist gut verpackt. Aha, ein Mora Eldris. Sehr schön. Bin gespannt auf dieses Messer. Es ist sehr klein, ungewöhnlich von der Form. Aber das Besondere hier ist, wow, diese Lederscheide, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist ja schön. Daraus wird dann aus diesem Eldris ein richtig edles Bushcraft Neck Knife. Toll. Ja, gleich noch ein paar Worte mehr zu dieser Lederscheide. Hier ist noch ein Brief drin. Lieber Lederfreund, vielen Dank für deinen Einkauf. Du hältst nun etwas ganz Besonderes in deinen Händen. In diesem handgemachten Produkt steckt viel Fleiß, Kreativität und das Bemühen des Handwerkers, sein Werk so perfekt wie möglich herzustellen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von nahem an. Also, wir haben hier die Lederscheide, Ledertramp. Dann haben wir hier noch so ein Lederband drumherum. Und hier so einen kleinen Gummizug. Da kann man nämlich hier noch einen Feuersteel befestigen, was ich auch noch machen werde. Also einen Feuerstahl. Und dann ist das Messer hier richtig gut gerüstet fürs Buschkraften draußen im Wald. Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Kante hier hinten so scharf, ja, die fühlt sich scharf an, dass man damit auch den Feuerstahl betätigen kann. Ja, ist also ein Mora-Messer, das ist so ein neues Modell. Ich glaube, das gibt es erst seit Mitte Sommer. Hat also eine ganz kleine Klinge hier und liegt hier richtig schön in der Hand, ist etwas gummiert hier vom Griff. Ja, und eignet sich für kleine Schnitzarbeiten. Ich werde das auf jeden Fall im Wald nochmal ausprobieren und dann nochmal extra Review zu diesem Messer machen. Mir ging es jetzt einfach mal hier um diese schöne Lederscheide, um euch das ganze Set einfach mal zu zeigen. Und ja, jetzt haben wir also hier die Gürtelschlaufe noch dran, da kann man das Ganze am Gürtel tragen. Er hat mich auch extra noch gefragt, wie breit mein Gürtel ist, damit es hier ganz genau angepasst wird. Kommt das schöne Messerchen hier rein. So. Dann haben wir hier unten die Befestigung für die Schnur. Damit kann man das Ganze dann um den Hals tragen. Hier oben ist noch ein Stopper befestigt. Damit kann man das Ganze in der Größe noch variieren. Ja, und das ist diese Lederscheide wertet das ganze Messer natürlich auf. Hier ist die einfache Kunststoffscheide. Von der Farbe her, muss ich sagen, gefällt mir das also sehr gut. Das ist so ein dunkles Rot. Das sieht sehr edel aus. Also, das ist richtig schick. Aber, ja, die Lederscheide macht aus dem Messer noch viel mehr her. Und ja, dann hat man hier immer so ein kleines Messer dabei als Neckknife. Markus, große Klasse. Gefällt mir sehr gut. Ich bin ganz positiv überrascht über das Ganze. Ich finde, das Messer hat auch ein schönes Gewicht. Es ist nicht so, ist zwar klein, aber nicht so leicht, dass es jetzt, das liegt gut in der Hand bestimmt. Und es fühlt sich sehr scharf an. Wie gesagt, ich muss es erstmal im Wald noch austesten. Ja, und deine Lederscheide hier, also die ist echt klasse gemacht. Die sieht ganz toll aus und die Farbe gefällt mir also richtig gut. Es ist passend. Sehr schön. Ich freue mich schon, das zu tragen, im Wald hier zu verwenden. Ich mache hier nachher gleich meinen Feuerstil dran. Genau. Ja.
Ja, Leute, also das wollte ich euch mal zeigen hier, diese Handarbeit. Wunderschön. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, Leute, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich lasse jetzt auch das Wochenende beginnen und werde mit dem Messerchen hier bestimmt viel Freude haben. Ihr werdet es auf jeden Fall in einem der kommenden Videos noch einmal sehen. Okay, Leute, dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns. Tschüssle.